zu einem neuen Behind the Scenes von einem neuen Musikvideo, und zwar von Insane. Und wie das bei jedem Musikvideo ist, bin ich nicht ganz fertig geworden und ich male gerade meine Requisiten an, und zwar eine Pistole, holy shit, mit einem Glitzerstift für Geschenke. Dabei ist Marco. Ich bin die Kamera nicht rum. Was, aber so. Das muss reichen. Perfekt, perfekt, ja. Genau. Und wir drehen heute erstmal zu zweit. Und haben natürlich total den Plan und voll die Konzeption und saßen garantiert jetzt nicht viel zu lange beim Frühstücken. Und sind überhaupt auch gar nicht, nicht im Zeitverzug. Wir haben 6 Uhr morgens. Ey, das gibt garantiert wieder Nachtschichten. War jetzt gerade die Pistole ein bisschen echter, weil die ist ein bisschen reiner E-Druck. Also die sehen nach Plastik aus und ich mache hier gerade so schöne Metallsachen rein. Dass die für das Video, wo wir die wahrscheinlich nur für eine Sekunde drin haben, wenigstens hübsch ausschaut. Nicht in den Lauf gucken. Achso. Natürlich nur Requisiten. Nur Requisiten. 3D gedruckt. Nein, ist die andere. Und aneinander geklebt, genau. Dieser Punkt da vorne, muss der auch angeleuchtet werden oder ist der nochmal so rot? Der Punkt, ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich davon nicht aus. Ich auch nicht. Ich muss mich jetzt hier im Video besser hinsetzen. Nicht so gekrümmt. Kein Wunder, dass ich immer Rückenschmerzen. Ich versuche deinen Rücken zu. Zu was? Zu Dingens. Passt schon. Ich glaube nicht, dass du dich gerettet bekommst jetzt. Nee. Wir haben so Ahnung von Waffen, ne? So Ahnung. Das ist eine Pistole. Bist du sicher? Nee. Bist du sicher mit dieser Aussage? Nicht, dass da jetzt Kommentare kommen? Mal. Krass. Ja, die wollt ihr vorher, nachher sehen? Okay, also vorher. Nee, nachher. vorher. Ja. Aber die, ich weiß noch nicht, ob der Kleber schon hält. Also, was hast du denn gerade dran gemacht? Also ich bin stolz. Läuft gerade bei uns. Und eigentlich habe ich Marco gesagt, erst wenn das Make-up drauf ist, will ich die BTS-Sachen haben, aber scheiß drauf. Ja, es wird auf jeden Fall heute sehr insane. Ich bin gehypt. Ich bin hyped, ich hab Bock und ich muss pipi. Okay, sag du noch was Schlaues. Wenn dir nichts einfällt, musst du heute eine Pizza ausgeben. Boah, sag mal. Geil. Hast du Pizza? Damit eingeblendet, Imke hat heute keine Pizza erhalten. Da bin ich die ganze Zeit von der Seite von so einer. Das ist Bertha. Guck mal, was da auf den links das steht. Aber zeig die Brüste nicht für die Kamera, ja? Das ist hier immer ein bisschen unangenehm. Look. Da steht Look in my... Warte, ich mach hier das. Hier. Look. Aha. Ist so. Ist so, ihr Schweine. Halli, Hallöchen. Ich sehe ein bisschen scheiße aus, oder? Ich bereite mich gerade vor für den Dreh. Ihr seht schon, das wird ein bisschen insane, mit Absicht. Und ja, also das ist übrigens ein Self-Experiment. Man sieht so aus, wenn man 4 Tage durchmacht. Nicht zu empfehlen. Don't do it. Don't be stupid. Schlaft. Ich habe mir hier so Lichter gekauft für den Dreh, aber ich bin jetzt gerade richtig gerade nicht an hier. Ready? Zeig her. Okay, bereit? Tja, wenn du mal Licht hergestellt werden. Oh. 1, 2, wieso geht der nicht? Also. Und. Das muss eigentlich rot sein. Aha! Tada! Und? Wunderbar. Okay, cool. Nice. Hier ist der Marco und der Marco ist der Panzertape. Stativkleber ist der Kleber, Hansi, und er klebt das Stativ, er ist der Kleber, der Kleber, der Kleber, und er nutzt das Gaffer-Tape, also ist er ein kleiner Gaffer, wobei Gaffer sind die Lichtdudes, aber er ist ein Gaffer-Tapey. Das passiert bei unserem kleinen BTS. Falls jemand fragt, die Dinger hat uns selber gemacht und die fallen die ganze Zeit ab. Du bist unscharf. Don't do it. Du bist unscharf. Du bist hart unscharf. Okay. Musst du immer ausmachen und doch fokussieren. Wieso ist meine Lampe? Ey, die ist dauerhaft eingesteckt. Ohne Scheiß, die ist eingesteckt, dauerhaft. Die kann nicht aus sein, das funktioniert nicht. Also I swear to God.
Und von der anderen Seite. Aus wie ein Spielecharakter. Wie einer aus Borderlands oder so. So eine punkige Version von Moxie. Oder so. Oder? Ja. Okay, also. Weiter geht's. So? Ey, ich kann echt nicht so lange so sitzen. Okay, I'm ready. Wir beeilen uns, ja? Wahrscheinlich bricht mein Rücken durch. Leute, meine Beine sind ab. Nochmal von vorne, weil ich gelabert habe. Ja, mach mal mit Pause. Ja. Sonst kann ich nicht schneiden. Told you I'm insane. Ganz schön bescheuert sitzen für das Video. Muss ich durch. Und ihr könnt es nicht sehen, weil Marco darf das nicht filmen. Ey, warum zeig ich den Daumen? Ich wollte den Mittelfinger zeigen. Ich weiß auch gar nicht, wie man so leicht. Friede zwischen den Welten. Alright. Hier sitze ich mit meinen Lieblingsschuhen und ich singe lustige Sachen. Marco, mach mal gerade.
So, gerade. Ja, ein bisschen nach rechts, 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 höher. Ja, 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 Alter. Oh, links, 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 alles so leer. Markus, by the way, blend. Los, los, los. Aha, ein bisschen tiefer, 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 tiefer. Rechts, 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 perfekt. Jetzt ist gerade. Okay, komm. Perfekt. Entfernungsdaumen. Entfernungsdaumen. Look, look, look. Guck mal, sogar auf der Kamera ist der Daumen von Marco genauso groß wie meiner, obwohl meiner Perspektive so viel näher ist. Geil, okay. So, wir filmen jetzt, by the way, die ganze Zeit. Wir haben hier im Pusti laufen, weil es ist arschkalt. Und wahrscheinlich ist das Licht nicht gerade vorteilhaft. Aber let's go! Kurz zum Musikvideo. Wie immer sage ich natürlich währenddessen nichts, weil man ist natürlich in der Rolle und so. Ich habe hier diese Hörnchen die ganze Zeit auf und als wäre der Gott, jetzt bin ich glaube ich 5000 Mal runtergerutscht. Also wir haben so viele kleine Outtakes, wo das blub 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 fällt. Und ja, ich glaube, es ist das erste Musikvideo, wo ich mich so richtig getraut habe zu tanzen wie ein Irrer. So ein bisschen traurig, dass ich da mit zwei Pistolen posiere. Aber den Psycho Dance, der läuft. Ja, und wie geht's hier? Warte, ich dreh mal. Upsa, wo bist du denn? Schappa hier. Wie geht es dir da hinten? Mir geht es super. Geil. Wir waren tatsächlich vorher auch einkaufen und ich habe so geiles Knabberzeugs geholt. Also die Moral ist da oben heute. Ey, jetzt ist nicht alles auf. Hallo? Ja. Okay, gut. Das war's auch schon. Wir machen jetzt weiter mit dem Dreh. Du bist jetzt wirklich... Ey, ist wirklich Mandel. Kein Scheiß, da süppelt dir das Ohr schon wieder nicht scharf. Wow. Okay, gut. Ich hoffe, er lässt was übrig. Alright, machen wir weiter. Tschüssikowski. Oh ja. Marco, mach mir mal so Feuer in die Hand. Behind the scenes Feuer. Tschüss. Mach mal ein paar und ich weiche aus. Wie wäre es, wenn du sagst, ich starte jetzt? Ich habe nicht mehr gerechnet. Okay, sagst du mir bitte Bescheid? Okay. 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 Ich starte jetzt, ja? Ja, warte. Okay, ja. Hat es geklappt oder war die Hand viel zu weit weg? So, meine Hände ja. Oh, ja, okay, I'm ready. Ja, ja, Alter, ja, das ja. Ja, das Ding ist halt. Ich habe nur deine Fassung gesehen, ich habe Angst, ja. Ich zähle auf drei mal runter, ja? Okay. Bei drei fängt da an. Okay. Schauen wir mal. Eins, zwei, drei. Marco sagt, Schwund ist immer Kollateralschaden. Er hat zwar aufs 3 gezählt, aber früher geschlagen. Aber nichts ist passiert, weil er aufgepasst hat. Oder ich einfach richtig geil ausweichen kann, man weiß es nicht. Und was haben Sie zu sagen? Ich interview Sie gerade. Wahrscheinlich sehe ich ihn nie wieder nach dem Dreh. Ich glaube, er weint. Nein. Spaß. Okay. Stopp. Wir haben gerade übrigens eine voll geile Choreo gedreht. Und zwar musste Marco mir gleichzeitig die Tüte abziehen und eine Waffe an die Hand halten. Ne? Und hat wirklich gut geklappt. Aber es ist doch irgendwie weird, eine Waffe im Gesicht zu haben. Wobei das eigentlich ganz chillig war. Ja. Es ist ja auch eine Plastikwaffe. Ja. War schon nett. Ja, wir haben tatsächlich unsere ganze Gaming-Experience genommen, um richtig krasse Stunts zu machen, aber leider war die Kamera aus. Also die Explosion und den Helikopter und das Feuer konnte man leider nicht sehen. Markus Zeuge. Ja. Tim würde sagen, ich lüge nicht. Was? Ich lüge nicht, okay. Bis dann. Hallo!
meine Stimme ist endlich mal nicht verstellt. Ha! Da halte ich mir den Bauch. Oh, ich habe eine gute Idee. Warte. Wir sind jetzt durch mit dem Dreh und gehen uns jetzt schönes Essen machen, weil wir wirklich keinen Bock mehr haben, hier weiterzumachen, weil wir schon seit Tagen mit dabei sind. Ich meine, das ist auch weit genug. Und ich werde hier als Marionette festgehalten in einer Marionettenfabrik. Bitte holt mich hier raus. Sind wir fertig mit dem Dreh. Das ist jetzt unser Topmodel und Marco ist ab jetzt immer bei den Musikvideos das Model. Ist so. Okay, und weil es so schön ist, machen wir eine letzte Szene, wie ich ihn auslocke. Bist du bereit? Nicht wirklich, aber ist okay. Also soll ich schon kommen. Alter, das war ja mal... Oh, ich werde Schauspieler. Hast du was getan? Hallöchen, meine Lieben. Kannst du so eine richtig geile so einen Move mitmachen, so dass es sich so episch... War das episch? Geil. Okay, wir sind fertig mit dem Musikvideodreh. So halt, wir gehen jetzt noch raus, aber ich weiß nicht, ob wir da die Kamera mitnehmen. Also schon, aber nicht die BTS-Kamera. Und ja, wird geil. Wird geil und crazy, hoffe ich. Wird viel Arbeit für den armen Marco. Diesmal darf er voll alles geben, was VFXs angeht. Für alle Leute, die nicht wissen, was VFXs sind, es kommt ein Vlog raus. Der Vlog Nummer 9, da wird das erklärt. Okay, cool. Alter, so Werbung im Werbungsvideo. Okay, alright. Und ich glaube, es war ziemlich cool. Was sagst du? Oh, das ist ziemlich mega, Find dich mal selber. Nee, das passt. Doch, komm, wir machen das mal. Komm mal hierher. Go. Hi. Ja, du musst jetzt sagen, wie es war. Es war super. Du kannst jetzt reden. Okay. Was? Das sind einfach die BTS-Könige. Okay, war gut. Okay. Ich will alles brennen lassen. Brennen? Ja. Ach so, ja, oh lol. Das wissen die Leute noch gar nicht. Spoiler. Tschüss. Kannst du aufhören zu filmen? Nee. Jetzt einmal drücken. Danke. Wir starten jetzt hier den Dreh und schaut mal. Kann man das sehen, wie kalt es ist? I swear to God. Ich bin hier im T-Shirt. Scheiße. Alles für die Kamera, alles für die Videos. Oh nein, die Feuerwehr, die Polizei. Tschüss. Ich war eigentlich nicht hoch oder so. Ist das hoch? Nein! War gut? Vielleicht hast du ein bisschen zu viel gelacht. Darf ich euch vorstellen, der Kopf. Ich bin da gerade auf. Ey, wir haben hier 0 Grad. Ich lag auf der Straße. Ich muss meine Wange gegen die Straße drücken. Ja, sie hat gesagt, leg mal das Knie auf mich, du musst sofort kommen. Auf den Boden. Ja. Schön angelegt. Ja. Abgeführt. Ich geh. Oh Gott. Nein, Spaß. War gut. Ich glaube, wir haben es gerockt. Ja, das war jetzt das Musikvideo insane. Hoffentlich reicht das und wir müssen nichts nachdrehen. Wünscht uns Glück. Used to think I had to be like